Also. Ja, und willkommen zurück zu einer neuen Runde Let's Play Star Wars: The Old Republic. Ja, Hallo. diesmal nur zu zweit, denn der Black, der war im TS, aber der hat es hier nicht reingeschafft in den Raumkampf. Ja, weil die irgendwie gepennt haben. Wir haben sich bestimmt, Oder? haben sich alle beide als Ich Einzelspieler glaube, das angemeldet. ist Das noch war ein eine Level. Schwörung Ich gegen glaube, das mich. hat auch einen Levelbereich, also dass es auch über Level geht. Ich glaube auch, dass das Nö, mit das letzte dem Mal gingen Level wir hier abhängig auch rein. ist. Na, ich guck mal, ich melde mich mal unter Kampf und hier einfach als Ist das, Einzelspieler war das rein. denn bei Oh, dir guck mal aktiv hier. eigentlich grundsätzlich? Ja, ich gehe Ja, dafür hier halt in eine okay, normale naja. Schlachtfeldmission. Ich bin hier so schwach. Ich hab nur zwei Schiffe. Ach, Hehe. ich spiele einfach mal den Scout. Man muss zu sagen, ich habe mit dem Charakter keinerlei Erfahrung. Ich habe mit dem Charakter keinen Raumkampf gemacht. Deswegen sind die Schiffe auch ohne Ausrüstung. Ja, Geht dir nicht anders wie mir? werdet ihr Ja. vielleicht auf dem Bildschirm sehen, wie oft ich sterben werde. Ja, das macht nichts. Ich bin hier in einer Mission, die auch schon fast zu Ende ist, verdammt Hilfe! ich. Oh, das ist Ja, natürlich etwas aber blöd jetzt. deine Folge ist natürlich doof. Ja. Hast du eigentlich schon Aber deine anmoderiert? ist doofer. Ne, wieso? Ich muss ja nicht anmoderieren, weil unsere Folgen, du hast ja mit Achso, anmoderiert und okay. das geht synchron hier. Das ist Was jetzt denn? synchron, alles Mach das klar. doch nicht asynchron Okay. hier. Wo kommen wir denn hier? So, ja. So, ich werd. Die hauen mich. Warum hauen die mich? Hört auf mich zu hauen! Haut jemand anders! Ich bin doch ein Artiger! Hilfe! Ich zerstöre mich fast selbst! Lalalalalalala. Ich habe fast jemanden zerstört! Oh, ich komme bei dem Glückwunsch! einen nicht hinterher, Ich ey. krieg Aber was Schaden, ich heißt krieg Schaden, ich krieg Schaden! So, ich krieg keinen, ich krieg keinen, ich krieg keinen. Jetzt krieg ich auch Schaden! Ich werd gehauen, ich werd gehauen, ich werd gehauen, Hilfe! Die hauen mich! Ups, und Phoenix hat sich selbst zerstört! Oh, Glückwunsch! Vielleicht hast du eine Störrakete abgekriegt, kennt ihr? Ja. Und dann bin ich gegen den Felsen, weil ich gerade so schon am Manövrieren war. So, aber warum hauen die immer alle auf mich immer? Das ist doch schlimm. Oh, ich flieg schon fast wieder gegen den nächsten Felsen. Also die Arena mag ich hier nicht. So, hopp. Hier sind viel zu viele Steine. So, aber es scheint, als werden wir gewinnen, auch wenn die mal wieder so. Oh, Raxul ist auch hier drin, wie es aussieht. Na dann ist ja doch kein okay. Level mit Raxul war 28 oder 29. Hey, ja, was hast du dann denn gemacht, ey, Junge? Oder Ach nee, der schreibt in Gilde, alles klar. Entschuldigung, mein Fehler. Der ist auch hier drin. Hier ein Vogel. Halt die Klappe, du. Ich seh den Ja. Schieß ihm einen ab für mich. So. Wo bist du? Keine So, also Ahnung. zumindest das hier haben wir. Oh, hier sind überall Felsen. Mich würde es wundern, wenn ich diese Runde schon Schaden gemacht habe. Zack. Immerhin liegen wir Ich in hab schon Führung etwas mit zwei Schaden Kanonen. gemacht. Ja, wir führen 13 zu 3. 14 Oh! zu 3. Wir Mal sind sieht aber doch nicht schlecht aus. Liegt natürlich Ja, dann alles an mir. könnt ihr ja dann euer 101 PvP dann machen, sobald ich hier doch Ja. solange ich hier noch drin bin. Ich wollte dem Dü noch mal verprügeln. Vermutlich werde ich verlieren, weil ja, ihr ist euch vermutlich klar, als Tank, ich halte zwar was aus, mache keinen Schaden. Ja, und ich sterbe. Ich krieg immer diese Raketen ab. So, Das komm her, ja. Das gibt's doch gar nicht. So, eine Umdrehung. Hopp, komm, fall um. Oh, mir hat jemand so eine Reparaturdrohne geschickt. Boah, wer heilt denn da hinten? Immer diese Heilerei hier. Heilen ist ja nichts, so, genau. Auch wenn sie dich heilen? Nö, die heilen wir mich nicht. Die haben die heilen meine Gegner geheilt, das ist unfair. Mich heilen ist gut. Aber die Gegner dürfen doch nicht geheilt werden, das macht man nicht. Ich habe jemanden zerstört! Glückwunsch! Ach du Scheiße. Das Muss man war sich wohl auch einmal. Au! Du, wo fliegst du lang? Da oben sind glaube ich keine Gegner, oder? Doch, klar. Ich kann das Ding gerade nicht heilen irgendwo. Hilfe! Ich glaube, ich habe gerade einfach nur ein Seil gemacht. Ach, da ist jemand. Ich wow, würde es wow, wundern, wow, wenn ich wow, gerade wow, nicht wow. über den Kopf fliege. Jetzt muss ich voll gerade das Rakete, Decker Rakete, ganz Rakete. alleine verteidigen. Das ist scheiße. Komm schon! Lalalala. Aua. Mist. Mich besiegt. Schnell, Leute. Warum haben die jetzt schon zwei? Verdammt, jetzt haben die alle drei Geschütze. Ah, Exika hat Phoenix zerstört. Brauchen
Bodenunterstützung. Oh, wir verlieren offensichtlich doch, weil die jetzt alle drei Geschütze haben irgendwie. Wir führen 25 zu 5. So was. 27 zu 5. Fies. 28. Ich will auch gewinnen. Naja, da hättest du Team in unser Team kommen müssen. Ne, ihr habt mich ja nicht reingelassen, ihr seid schuld. Wir waren halt voll. Sagen sie hinterher alle. Oh, eins haben wir wieder, ne, immerhin. Kriegt ihr nicht Blatt hier, ey. Ich sehe gerade gar keinen Gegner, ich sehe nur grün. So. Ich sehe grün von da unten. Ich würde es nicht wundern, wenn die 5 Punkte, die Gegner haben, alle ich gewesen wäre. Nee, aber ich war erst 2. Komm hier, Mistviech, ja. Ja, komm. Ich flieg ja dem die ganze Zeit hinterher. So. Ich seh dich gar nicht. Jetzt kann ich. Ich kann das Geschütz nicht annehmen, verdammt. Oh, das ist ja schon unseres. Ja, sowas. Die haben das mitten im Kampf eingenommen. Wir spielen so ein Deathmatch. Oh ja, die sind nicht schlecht. Die gefallen. Ich überlege gerade, ob sie mir mehr gefallen. Oh toll, den habe ich auch nicht bekommen, ja. So, dein auf jeden Fall. Ja, cool, boah, jetzt bleiben die. Und die wieder alle weg. Oh, Alter, bin ich mad, Mann. Ja, bist du. Ja. Wieso hat er keinen Schaden gekriegt? Oh, weiß ich nicht. Ich habe den eindeutig getroffen. Ich habe 3 Raketen auf den gefeuert und der war nur 1000 Meter neben mir. So was. Rakete kommt. Rakete kommt. Ausgewichen, ja, natürlich. Ich habe keine. Ich habe. Bin nur hier vor. Oh, das geht nicht. Mist. Hier ist aber auch keiner. Nein, nein, nein. Boah. Das war jetzt auch intelligent. Ich flieg zwischen 2 Steinen durch. Lalalala. Rakete kommt. Ich mach diese 3, also diesen Wirbel und knall gegen den Fesen. Felsen. Ja. Ein Fesen, genau, ein Fesen. Ich knall gegen einen Fesen. In die Ecke, Besen, Besen. Jetzt kommt ein Fesen. So. So, okay, kommt hier den auch, ja. Svetoya. Achso, wisst ihr, wir haben es noch gar nicht erwähnt. In der Folgenpause haben wir übrigens die Gilde gewechselt zu den Mafuyanern. Das ist unter anderem halt das Phoenix-Gilde und natürlich auch eine Let's Player-Gilde von einem anderen Star Wars Let's Player, dem lieben Mafuya, nämlich. Mafuyu. Mafuyu, meine ich ja. die Gilde ist sowohl auf der republikanischen als auch auf der imperialen Seite. Genau, und deswegen konnten wir uns fast aussuchen. Aus der Gilde ist auch der Raxul, den ihr vorhin gesehen habt. Ja, genau, den hatten wir ja nicht vorhin in den letzten Folgen. Ja, ja. Den hatten wir ja in dem Flashburn mit drin. Der länger war, als ich dachte. Und jetzt haben wir wieder ein Geschütz verloren. Ach, verdammt. Naja, wir führen 40 zu 10. Na, bei uns steht 222 zu 222 noch die Bunker. Also, es ist eine knappe Sache, aber wir sollten so langsam mal ein Geschütz zurückholen. Sonst wird's doof. Ui, 6 mal, ja, Medaillen wollte ich sagen. Genau, 6 Medaillen, naja. Und irgendwie. Man muss mehr sagen, ich bin mehr der normale PvP-Mensch als Raumjäger. Kann ich verstehen, aber wie gesagt, gehört auch dazu. Das ist auch, auch ein schönes Feature, finde ich, also, dass er das eingebaut hat. Ja, macht ja auch Spaß und mir macht halt das andere noch mehr Spaß. Ja, eben. Ist auf jeden Fall besser als hier quasi die anderen Raummissionen, die vorher dabei sind. Oh, jetzt kriegen wir wieder das zweite Geschütz. Jawohl. Und jetzt verteidigt. So. Wie gesagt, PvP macht mir eigentlich alles Spaß, muss ich sagen. Ist ja, gut gemacht hier, finde ich. Ja. Aber ich finde auch, die Flashpoints sind sehr einfallsreich. Mhm. Ihr erinnert euch ja vielleicht noch, wenn ihr das gesehen habt, an die SLS? Ja. Bei dir, der gibt zum Beispiel, ich weiß gerade nicht, wie es, ob es bei allen so ist, gibt ja die Gegenmission auf der imperialen Seite, ich komme natürlich nicht auf den Namen. Ich auch nicht. Black Talent, glaube ich. Ja, genau, genau. Und da findet man schön, man kämpft ja gegen diesen Großmoff irgendwas. Und da kämpft man für ihn, ja, mehr oder weniger, genau. Kriegt man von ihm seine Anweisungen und alles. Eben. Großmoff ist natürlich auch ein Titel, den will ich gar nicht haben. Ja. Klingt fast wie Wischmoff. Natürlich auf der imperialen Seite gewinnen natürlich die Imperialen. Ja, so, wenn der Flashpoint geschafft wird. Versteht auf der sich. Republikanischen Seite gewinnen natürlich auch die Imperialen, nein. Das kommt drauf an, wenn Dü dabei ist schon. Na, der hat ja, naja, bei ihm, Dü sollte ja imperial sein, wie er die Leute aus der SLS aus dem Fenster da gespült hat, sage ich jetzt mal. Ja. Gemein.
Ich hab gemein. Mich gerade fast zum dritten Mal die Minute selbst zerstört. Oh, das sollte man aber nicht machen. Ja, ich hab gerade die Steuerung vergessen. Ich war so gerade auf dem Laufen aus und hab mich gewundert, warum ich mich nicht bewege. Ja, ich kann mich an das eine Mal erinnern, wo ich glaube, in der ganzen... Oh, jetzt haben wir alle drei Geschütze, cool. Wir dort wurden und ich glaube, nur drei Leute oder nur drei gestorben sind bei uns. Drei Mann gestorben? Glückwunsch. Drei Mann gestorben? Ich bin über Dü. Ah, das ist nicht schwer. Bin ich immer. Bist du über mir? Dü, guck mal meine Werte an. Ich habe 540 Schaden gemacht. Aber ich habe Trefferquote 1. Eine Trefferquote, zwei Treffer und 185 Fehlschüsse. So. Hey, wie jetzt könnt ihr ja da über mir? Ich habe zwei Treffer gelandet. Glück der gehabt. Der hat drei Treffer gelandet und 115 Fehlschüsse. Das heißt, er war besser. Ja, eigentlich schon, ne? Naja. Ja, aber warum bist du denn? Warum stehst du? Also gut, natürlich schon. Eine Medaille habe ich zumindest bekommen. Ich habe null Medaillen. Naja, vielleicht, wer weiß, vielleicht ist die Rangliste nicht so ganz original oder nicht so ganz richtig bei Raumkampf. Ist mir schon mal mehrfach schon aufgefallen, wo du mal über mich stand. So. Also ich war natürlich jetzt sehr gut. Ich bin zufrieden mit meinen 7000 Schaden. Das passt schon. Ich bin auch zufrieden mit meinen 7 Medaillen. Hast normal das PvP gemacht, ne? Ja, und ich bin auch gleich fertig übrigens. Auch schon? Ui. Ja, geht gleich. Ich war kurz weg. Oh nein, wir haben nur noch 100 Bunkerleben. Bunkerleben. Mhm. Und die beispielsweise Geschwindigkeit meines Rechners sieht man gerade in meinem Port. Sehr gute Arbeit. So. Okay. Sag mal, habe ich hier einen Bug, da bewegt sich gerade gar nichts. Zack, geschafft. Es kann natürlich sein, sowas kommt auch vor, vielleicht hast du einen DLC oder irgendwas. Ja, kann auch sein. Nee, jetzt bewegt sich was. Ach so, na dann. Hat's gerade nur ein bisschen gesponnen, jetzt bin ich auch schon da. Ich gebe mal der Jade hier einen Punkt, hat sie gut gemacht. So, ich habe natürlich nur 7 Dings, aber ich bin ganz zufrieden. So. So, ich bin jetzt auch, wenn das so weitergeht, bald Level... Dings? 27? Level Dings klingt schon mal gut. Du, bist du noch im Ladebildschirm? Ich bin noch im Ladebildschirm. Das ist doch schön. Du auch? Nö, ich bin gerade draußen. Oh, da ist er. Achso, okay. Bei mir stehst du jetzt hier. Nee, ich stehe noch nicht da. Solltest du hier irgendwo stehen, ich sehe dich nicht. Aber meine Zuschauer sehen sozusagen immer noch den Ladebildschirm. Auf meiner Map werdet ihr beide hier schon neben mir angezeigt, aber so sehe ich euch nicht. Naja, das ist ja bei Dü normal. Man wird immer ein bisschen eher angezeigt. Oh, ich bin jetzt ganz offiziell da. Genau. Hallo. Hi. Sehr einfallsreich. Lucky! Sie gilt hat? Ich glaube Luki. Luki. Achso, Luki geht. Du heißt einer aus der Gilde. Aha. Warte. Ich kann meinen Gefährten nicht rufen. Puh. So, wie kann man eigentlich hier die Gruppe in eine Operationsgruppe umwandeln? Ich glaube, der andere Bewerber hatte das geschrieben, dass das geht. Ja, und das könnte geht ja auch jeder. Man wie kann geht eine das? Operationsgruppe machen. Ja, wie weiß ich auch nicht. Moment. Nee, das. Also man kann also direkt in eine Operationsgruppe erstellen. Hast du? Ja. Jo. Und so kann man halt fürs PvP zum Beispiel, das macht die Gilde oft, Gilden-PvP halt. Dass wir zu 8 eine Operationsgruppe machen und dann listen und alle MTS. Alles klar. So, und jetzt müsste ich ja meinen MX wiederholen können, der aber eigentlich schon da sein sollte, aber nicht ist. Du, deswegen... bist du offiziell schon da, oder? Ich bin offiziell schon da. So, dann mein Duell. Genau, mach dir mal ein Duell. Nee. Ich werde verlieren. Oje. Ich werde definitiv verlieren. Wo gehst du denn hin? Abhauen, du doch. So. Na, wer wird's? Oh ja, Phoenix bekommt Schaden. Phoenix bekommt Schaden, Dü, das schaffst du. Zumal, Dü ja auch bescheißt. Wieso bescheiße ich? Womit denn? Dein Mädel kämpft mit. Was, ich hab keinen geschlagen. Stell dir mal auf Papi. Oh, das tut mir leid, warte mal. Also wirklich hier. Jetzt rennt er weg. So geht's auch. Kann ich euch eigentlich heilen, Lüge? Hätte mich auch gewundert. So. Okay. Der Tank hat gewonnen. Naja, gut, weil ist natürlich auch, liegt halt daran, der Dü hat nicht ganz die große Erfahrung hier im Spiel. Und
Ja, außerdem musst du dich dann noch um deinen Gefährten kümmern. Zusätzlich noch, ja. Ja, aber der hat mich erst gehauen, also das gleicht das aus. Ja, genau. Na gut. Wie sieht denn deine Kira aus? Meine Schick, sieht anders ne? aus. Wo hast du das Outfit gekauft? Keine Ahnung. Na, schau da. Das will ich auch haben. Gibt's auf Na, schau da. Ja, hab ich ja noch meine Quest. Können leider nur die Mädels anziehen. Bö. Ich bin doch weiblich. Ich leider nicht. Also der gut. Ja, ich weiß, das habe ich mir schon gedacht. Ja. Okay, ich würde sagen, wir machen aber erstmal eine Pause in der Folge und sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis freut uns, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Bis zum nächsten Mal, bis denn. Tschüss. Tschüss.